abgasfrei und ohne Verkehrslärm durchs Lumdatal. Das ist einmal im Jahr beim autofreien Sonntag möglich. Autofrei und Spaß dabei, lautete das Motto der diesjährigen Ausgabe. Zum 12. Mal konnten sich Radfahrer, Skater, Fußgänger und Kutschfahrer auf der 20 Kilometer langen Strecke austoben. Von 9 bis 18 Uhr war die Landstraße zwischen Lolla und Kesselbach für den Kraftfahrzeugverkehr und für landwirtschaftliche Fahrzeuge tabu. Ausgenommen waren natürlich Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen, für die eine Sonderregelung galt. Allerdings hielt sich der Spaß in Grenzen, weil ausgerechnet Samstag auf Sonntag ein Wetterwechsel mit Regenschauern und kalten Temperaturen dahergekommen war. Um 10 Uhr trafen sich die Bürgermeister der 4 Lumdatalgemeinden, um das traditionelle 16er-Tandem in Bewegung zu setzen. Für die Kinder gab es ein umfangreiches Programm wie Hüpfburg, Kistenstapeln oder sich am Gerüsttower hochhangeln. Verpflegungsstände jeder Art sowie Infostände zu verschiedenen Themen durften natürlich auch nicht fehlen.